Einer der Antriebe unserer Tätigkeiten hier am HPI ist das Voranbringen der digitalen Souveränität in Europa. Deswegen fokussieren wir uns auf exzellente Lehre, auf exzellente Wissenschaft im Bereich der Informatik, aber auch um deren Umsetzung innerhalb vom Unternehmenskontext. Und den Raum nutzen wir halt hier öfter, wenn wir in der Entwicklung halt an dem Projekt arbeiten, weil das halt, hat man halt sehr viel gesetzt. Mit dem Makerspace wollen wir es vereinfachen, dass die Ideen in physische Artefakte übersetzt werden können. Soweit, dass Stühle, Gitarren oder effiziente Verpackungsmaterialien entwickelt werden können aus Algorithmen, die in der Informatik entwickelt worden sind. Ja, hier habe ich heute eine Perle gesehen, wo genau das stattfindet, was wir viel mehr in Europa brauchen, nämlich Innovation in die Industrie zu bringen. Und das macht das Hasso-Plattner-Institut in unterschiedlichen Varianten.